Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, und zwar zu einem bisschen untypischen Video. Ich bekomme sehr, sehr viel Fragen, Anfragen etc. zu diversen Themen. Ich möchte euch gerne am Laufenden halten, was ich alles mache, nicht nur im E-Commerce-Bereich, sondern allgemein, was ich alles plane, wohin die Reise geht, okay, weil natürlich auch sehr, sehr viele Anfragen diesbezüglich sind, okay, was machst du alles im Hintergrund, wo siehst du dich in ein paar Jahren und so weiter und so fort. Und auf alle Fälle, auf das möchte ich jetzt mal eingehen. Okay, und als erstes nehmen wir mal Personal. Und zwar als allererstes eCombination. Für diejenigen, die eCombination Teil von eCombination sind, wird das alles erstes eCom World Summit. Ich habe gesagt, ich mache ein Video zu dem Thema, beziehungsweise zu alle Speaker. Die Videodatei ist leider Schrott. Ich habe versucht, die noch irgendwie hinzubekommen, muss ich leider neu machen. Das heißt, eCom World Summit kommt nächste Woche als Update, als Bonus. Das heißt, ihr werdet sehen, okay, welche Speaker und welche Notiz ich gemacht habe, was die alles gesagt haben, komplett in einem Video. Okay, Nummer 2. Facebook-Modul. Ich habe mir überlegt, ich habe mir jetzt die Woche mal Facebook-Modul angesehen. Und viele Sachen haben sich ja geändert, layoutmäßig, das heißt, man findet nicht mehr. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich werde die kommenden Wochen das komplette Facebook-Modul rausreißen und komplett neu machen. Des Weiteren werde ich diverse Videos hinzufügen, neue Videos, auch ein Video aufnehmen, wo ich tatsächlich wirklich ein neues Produkt nehme, das auf Facebook bewerbe und euch zeige, okay, wirklich live mit. Also ich kann euch nicht das Produkt an sich zeigen und keine Links oder so, aber einfach den Prozess, den ich mache für jedes Produkt. Okay, das heißt die Kampagne aufsetzen mit den Adsets, wie ich das Wording mache mit den Ads. Und ich mache ja zu 95% Video-Ads, wisst ihr eh. Auf jeden Fall wird über die nächsten paar Wochen das komplette Facebook-Modul rausgerissen und ersetzt. Und jetzt habe ich was mega geiles, Deal vor 5 Minuten geclosed, ein neuer Bonus. Ich gebe euch Kontakt zu einem meiner Supplier. Okay? Und zwar habe ich gerade vorhin, also heute, mit ihm gesprochen, gefragt, okay, ist das für ihn okay, wird das passen? Und ich gebe euch einen meiner Supplier. Das heißt, für euch kein scheiß AliExpress mehr, keine Rechnungen suchen und so weiter. Das heißt, ihr werdet als Bonus ein Video drin finden, wo ihr die Kontaktdaten bekommt von ihm. Tom heißt er. Und Tom ist wirklich top unterwegs, hat ein riesengroßes Team. Und im Prinzip schaut das wie folgt aus. Ich nutze zwei Apps. Eine App zum Exportieren von den Orders. Die schickst du dann Tom. Tom bearbeitet das alles, schickt euch wahlweise eine Rechnung über PayPal oder wo ihr, also ich zahle alles über PayPal, das heißt, er schickt direkt eine Rechnung zu PayPal, ihr braucht nur noch in PayPal reingehen, bezahlen klicken und nach ca. 24, 36 Stunden bekommt ihr die Tracking Codes zurück, die könnt ihr wiederum mit einer App hochladen und dann, okay, das ist vielleicht 2 Minuten Arbeit für euch. Und ja, wie gesagt, Tom ist top unterwegs, ich arbeite ja mit mehreren Suppliern, okay, aber Tom hat so ziemlich alle Produkte, er hat noch nie gesagt, er hat dieses Produkt. Aber ihr müsst ihm natürlich zuerst mal eure Produkte schicken, fragen, hast du das im Normalfall? Also ich habe, wie gesagt, der hat alles, okay? Und macht euch super Preise, ihr bekommt richtige Tracking-Codes, wo wirklich getrackt wird bis dahin. Lieferzeiten sind super. Ja, okay, also ich will natürlich, ich mache das, weil ganz einfach, Leute, was eCombination, zum Beispiel Teil von eCombination sind, investieren dann nicht nur Geld in sich selbst oder in den Kurs, sondern auch in mich. Ich möchte euch eine Wertschätzung irgendwie vermitteln und deswegen versuche ich natürlich immer das Beste für euch rauszuholen. Und ich glaube, mit dem Supplier werdet ihr sehr, sehr viel Spaß haben. Stressfrei alles, okay. Ihr bekommt auch richtige Rechnungen von ihm. Könnt ihr sagen, wie brauche ich die Rechnung? Zack, schickt er euch jedes Mal eine Rechnung für die Buchhaltung. Er ist auch so weit, dass er jedes Mal neue Trendprodukte, wenn er was mitbekommt, wenn er was Neues gibt, schickt er euch die Produkte. Okay, hey, schau mal, das haben wir neu, beziehungsweise das gerade heiß. Probier es mal zu verkaufen, also super, super Typ. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch, Leute. Und das Letzte, ich wollte es eigentlich zuerst nicht sagen, aber ich arbeite seit 1,5 Monaten an sogenanntes High-Ticket-Dropshipping.
Das wird, bitte nervt mich nicht diesbezüglich, das wird erst im Frühjahr kommen. Das wird ein komplett neues Modul bei eCombination, wo du, oder es ist eher für Fortgeschrittene, sage ich gleich, weil da kannst du nicht einfach einen Shop hinrotzen und weil hier High-Ticket heißt so viel wie Produkte verkaufen zwischen 500 und 5000 Euro. Könnt euch schon denken, da werdet ihr auch nicht mit AliExpress zusammenarbeiten, sondern da musst du, wenn du in Europa bist, europäisch Supplier finden und mit dieser zusammenarbeiten, oder wenn du einen amerikanischen Shop, High-Ticket-Shop haben willst, US-Supplier nehmen, da muss wirklich alles passen. Der Shop muss gut aussehen, also wirklich gut. Du brauchst Telefonsupport, okay, weil wenn Menschen wirklich so viel Geld in die Hand nehmen, da muss alles passen, okay, Lieferzeit, Kundenservice und so weiter und so fort. Aber das Coole ist wirklich, dass du mit relativ wenig Orders sehr, sehr viel Geld machen kannst. Weil im Schnitt, also wie ich habe jetzt gestartet, einen im November. Wir haben also die ersten 10 Tage war Flaute. Ich dachte schon, okay, scheiße, aber dann, ich habe noch Produkte drinnen von 100 Euro aufwärts. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen ca. 22.000 Euro Umsatz gemacht. Leider, sage ich ehrlich dazu, 11, 12% nur Profitmarge, weil ich natürlich vieles teste. Okay, das heißt, da ist auch nicht, dass du einfach aufs Produkt. Da muss ein bisschen Pre-Selling und ich teste jetzt alles und ich schaue, dass ich den Shop relativ hoch hinbringe und meine Erfahrung die nächsten Monate damit mache und erst dann werde ich ein Modul zu diesem Thema eCombination machen. Und wie gesagt, ist eher für Fortgeschrittene, aber definitiv, wenn ihr einen High-Ticket-Dropshipping-Shop habt, da könnt ihr mit 50 Orders, könnt ihr 100.000 Euro Umsatz haben und es gibt Leute, die wirklich, wie gesagt, ein paar tausend Euro für ein Produkt bezahlen. Okay, die gibt es, habe ich jetzt mitbekommen und deswegen ist das ein Thema. Okay, das war's zum Thema eCombination. Ecom Hero. Da ich sehr, sehr oft die Anfrage bekomme, einige wissen es ja schon, Ecom Hero ist ein sogenannter interaktiver Kurs, der in den nächsten 7 bis 14 Tage launchen wird. Und hier geht es nur ums Thema Markenaufbau. Okay, also Brandbuilding. Wie gesagt, ich mache, also eCombination wird immer ein Dropshipping-Kurs bleiben. Ich mache keine 500 Kurse, das ist mir zu anstrengend. Aber ich habe Anfragen bekommen von Leuten, sehr viele sogar, die ein Startkapital haben, die von vornherein eine Marke gründen wollen. Und ich habe mir was ganz Spezielles überlegt, ist zwar auch ein gewisses Risiko für mich, aber Ecom Hero wird nichts weiter sein als ein interaktiver Kurs mit zwei Modulen. Erstes Modul ist Rickwatch, wie ich in 6 Wochen eben 100.000 Euro Umsatz mit dieser Marke über Facebook-Marketing erzielen konnte und erwirtschaften konnte. Das heißt, ihr werdet alles zum Thema Rickwatch, wie, also ich habe nicht mal die Idee gehabt, sondern wer anders, ihr werdet alles erfahren, welche Fehler ich gemacht habe, wo ich sehr viel Geld verloren habe, warum ich Rickwatch so wie jetzt nicht mehr gründen würde. Okay, und ja. Das ist zu dem Teil und das zweite Modul geht ums Thema interaktiv. Ich bin jetzt dabei, eine neue Marke zu gründen und in eine Nische zu platzieren. Und ich werde alles komplett live aufnehmen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich für diese Marke etwas mache, werfe ich die Kamera an und filme das mit. Das heißt, wirklich komplett transparent. Das heißt, wirklich von Logo über Supplier, über Fulfillment, meine Kosten, wie viel Geld ich investiere. Steuerberatung, Buchhaltung, alles. Das heißt, meine Marketingkampagne wird sehen, was ich targetieren will, welche Produkte ich launche, beziehungsweise mit welchen Produkten ich arbeite, welche Nische ich wähle, warum ich das mache. Also wirklich komplett transparent. Ich werde sehen, wie viel Geld ich verblase. Also ich hoffe natürlich, dass ich da, mein Ziel ist es, mit dieser Marke definitiv im ersten Jahr, jetzt in 2018, im mittleren sechsstelligen Bereich zu sein. Das Jahr darauf dann eben siebenstelligen Bereich und im dritten Jahr im mittleren siebenstelligen Bereich und dann will ich es verkaufen im achtstelligen Bereich. Okay? Und warum? Eine Marke hat natürlich viel, viel mehr Wert als ein Dropshipping-Shop. Okay, sind wir ehrlich. Und vor allem ein Punkt mit Verbrauchsprodukten, wo du Leute hast. Stellt dir vor, auf Facebook könnt ihr 45 Millionen im deutschsprachigen Raum, glaube ich, targetieren, sowas. Stellt euch vor, ihr habt nur 1000 Leute von diesen 45 Millionen, die monatlich 50 Euro für ein Produkt von euch auf Abo-Basis automatisch heimgeschickt bekommen. Das sind 600.000 Euro Umsatz im Jahr. Stellt euch vor, 2.000, 3.000, 4.000, okay? Das ist bei so einer Menge,
an Leuten definitiv nicht schwierig, okay? Das heißt, ihr müsst natürlich eine richtige Nische wählen, auch wenn ihr eine Nische habt, wo zum Beispiel nur 5 Millionen drin sind, sind 1000, 2000 Leute nicht viel. Das Problem ist halt bei einer Marke, dass du natürlich Startkapital brauchst. Und wenn ihr schlau seid, so wie ich, also ich bin ja Unternehmer durch und durch, ich mache sehr viele Sachen und deswegen habe ich auch damals Recoach gegründet, weil ich eine Marke haben wollte. Das heißt, ich habe das Geld von meinen Dropshipping-Stores genommen und habe eine Marke gegründet. Und das wäre eine logische unternehmerische Denkensweise und kann ich nur jedem raten. Okay, wenn ihr Erfolg, also wie gesagt, Dropshipping werde ich immer machen, weil das sind für mich Geldmaschinen. Okay, ich hau Geld rein, bekomme mehr raus. Und solange alles passt, funktioniert, ich mich damit wohlfühle, ich habe keinen Ansatz, dass ich irgendwann Dropshipping aufhören sollte, weil es relativ, wenn du mal erfolgreich bist, dass es relativ simpel ist, die Steps, okay. Aber nichtsdestotrotz, du musst halt nicht dauernd Facebook-Werbung schalten, weil wenn du weißt, okay, ich habe 1000 Kunden, die monatlich um 50 Euro bei mir so oder so auf Abo-Basis bestellen, hast du schon einen Mindestumsatz von 50.000 Euro, okay. Und das ist natürlich ein großer Punkt, warum ich Marken auch gründe und auch in die Nische platziere, okay. Und ja, ihr werdet halt alles sehen. Es ist eine Gefahr, demnach, da ich natürlich alles filme, also wirklich alles. Ihr seht meine Produkte mit meinen Supplier, wie ich da verhandle, Fulfillment Center. Ihr seht, welche Gruppen ich targetiere. Ich mache ein paar komplett neue Marketingstrategien mit dieser Marke, was in Deutschland jetzt noch nicht so verbreitet ist. Das heißt, ja, das gibt es zum Thema Ecom Hero. Viele, viele haben mich angefragt. Das wird in den nächsten 7 bis 14 Tagen, die Seite wird erstellt von jemandem. Ich habe das outgesourced nächste Woche und dann irgendwann wird da auf meiner Seite wird das publik sein. Nächstes Thema, letztes Thema zum Personal Mastermind. Ich bekomme sehr, sehr viele Fragen bezüglich Mastermind beziehungsweise wirklich sozusagen die was wirklich persönlich so schnell wie möglich einen. Die haben Startkapital und die wollen so schnell wie möglich einen profitablen Online-Shop haben. Und ich habe drei Leute schon drin. In so einer sogenannten Mastermind, das ist im Prinzip nichts weiter, als dass wir in unter 90 Tagen einen profitablen Online-Shop machen, okay, für denjenigen. Das heißt wirklich, ich gebe ihm die Produkte, beziehungsweise Produkte, die ich promoten würde, und die Kampagnen, das heißt, ich mache die Kampagnen mit ihm zusammen, mit demjenigen. Und ja, das ist ein Mastermind eben, wo wir, also ich glaube, wir schaffen das unter 90 Tagen. Es kommt darauf an, wie viel Zeit derjenige, der im Mastermind ist, hat natürlich. Deswegen habe ich gesagt, okay, 90 Tage gehen wir auf Nummer sicher, aber ich glaube, ich schaffe es in 30, 35 Tage, ganz frech gesagt. Und ja, weil mich darauf immer, also ich kann kein Mentoren-klassisches machen. Hier im Mastermind kann dann auch nur maximal 10, okay. Das heißt, ich habe jetzt drei schon dabei, die das machen wollen. Und ja, dazu wird es auch auf meiner Homepage dann die Möglichkeit geben, sich zu bewerben. Und dann, wenn ich, also ich muss mal schauen, wie viele Leute ich, also ich glaube, 10 ist so das Maximum, wenn nicht weniger, weil natürlich wir im persönlichen Kontakt stehen. Im Mastermind natürlich wirst du Ecom Hero Zugriff haben, Ecom Nation Hero und natürlich meine persönliche, das heißt wöchentlich Skype. Und ich mache mit dir zusammen eben Produkte und wir schauen, dass du so schnell wie wirklich profitabel bist. Also das heißt, ich rede hier nicht von Umsatz. Umsatz ist scheiße. Wir wollen Gewinn haben, okay? Und das ist für mich profitabel. Das war's zum Thema Personal E-Commerce. Okay, wie erwähnt, ich Dropshipping Stores laufen alle. Bin sehr zufrieden. Bin schon gespannt auf nächste Woche Black Friday. Ich werde dazu definitiv ein Video bringen. Hat sogar jemand gefragt. Rickwatch, sind wir gerade am Überlegen, was wir machen. Ich will die Firma ehrlich gesagt entweder verkaufen oder auf Amazon ziehen, weil mit Rickwatch ist so eine Sache, sind sehr erklärungsbedürftige Produkte. Es ist natürlich, dass wir sind ja ziemlich durch Facebook schon durchgefahren, durch alle Zielgruppen, okay. Und ja, wie gesagt, das steht jetzt im Raum, dass wir es entweder verkaufen oder komplett auf Amazon schieben. Das heißt, dass wir haben ja schon auf Amazon die Produkte oben. Das heißt, dass wir direkt vom Supplier einfach nur mal Amazon-Lager schalten, schicken und dann das auf mit einem Support-Mitarbeiter und that's it.
Oder wir verkaufen es. Also ich weiß nicht, ich werde mal mich schlau machen, wie viel, weil da das noch unter einem Jahr ist. Ich meine, wir haben viel Umsatz gemacht, auch viel Gewinn. Aber mal gucken, wie das aussieht. Da muss ich mich persönlich informieren. Und ja, meine neue Marke, da freue ich mich tierisch drauf. Ich glaube, also da habe ich wirklich große Ziele, vor allem weil es ein Verbrauchsprodukt ist, wo ich mir wirklich mit Abo, das heißt, wenn ihr wirklich eine Brand macht, Marke kreiert, schaut, dass ihr Verbrauchsprodukte macht, okay? Es ist nichts easier. Und auch wenn das Jahre dauert, bis ihr das aufgebaut habt, sowas mit Verbrauchsprodukte, okay? Ich weiß gar nicht, vielleicht kennt ihr diesen Shave Club, irgend sowas, der ging für Billionen weg, okay? Weil der so viele Stammkunden hatte. Das ist ein Wahnsinn, okay? Und wie gesagt, ich bin, natürlich kannst du nur von Dropshipping leben, alles easy, ich könnte alles aufhören und ich könnte nur Dropshipping machen und wäre mir, mache ich genug Geld, um mir alles zu leisten, okay? Aber das Ding ist, ich habe halt so krasse Ziele und deswegen arbeite ich derzeit auch sehr, sehr hart und ja, das ist halt mein, du musst das ja nicht machen. Also das ist halt einfach meine Entscheidung. Ich will sehr viel auf die Beine stellen, sehr viel Geld machen, auch sehr viel Erfolg haben mit E-Commerce, mit Personal und so weiter und so fort. Okay. Gut, das war's zum Thema E-Commerce. YouTube-Kanal, okay. Ich habe mir überlegt, dass ich ab, also nicht kommende, entweder letzte Novemberwoche oder Anfang Dezemberwoche Giveaways mache, also vergebe. Das heißt, dass ich einfach in irgendeinem Video sage, hey, ich wähle jetzt irgendeinen aus und der bekommt dann zum Beispiel ein bezahltes Team, er bekommt 30 Minuten Coaching oder einen Zugriff eventuell zu irgendeinem Kurs oder zu irgend sowas, Cash in sein PayPal, okay, für Facebook Ads und so weiter. Ich werde mir da Sachen einfallen lassen. Dann das Einzige, was du tun musst, im Prinzip ist, dass du abonniert bist. Und dass du meine Videos schaust, okay? Und ja, vom Vorteil wäre natürlich auch, wenn du mir auf Instagram folgst und auf Facebook. Ich werde es hier im Video kurz einblenden, beziehungsweise unten in der Beschreibung. Das heißt, ich werde einmal von Instagram einen Follower nehmen, einmal von Fanpage, einmal von YouTube, egal wo, Mischmasch. Und ich werde sagen, okay, was bekommt der? Und dann bekommst du das, okay? Ich denke, es ist recht spaßig, recht lustig. Ihr müsst dafür nicht viel tun. Okay, einfach meine Videos schauen. So wie er es jetzt auch tut, okay. Und ja, und ansonsten, was steht noch an Rick Marketing? Rick Marketing wird es vermutlich nicht mehr lange geben, beziehungsweise ich habe da nie so viel gemacht. Okay, die Anfragen, was ich bekomme, das schaue ich mir an, sage ja, okay, möchte ich machen oder nicht. Mit Rick Marketing, mit deiner Marketing-Sache ist halt das Thema, dass du trotzdem irgendwie angestellt bist, was mir grundsätzlich missfällt, okay. Weil natürlich, wenn du für jemanden anders Facebook-Ads schaltest, bist du so wie ein Angestellter, okay? Und deswegen sehe ich persönlich in Rick Marketing keine Zukunft. Aber mal schauen. Also wir machen diverse Sachen, so wie Consulting und so weiter und so fort. Aber ich mache nicht alles, okay? Das heißt, deswegen weiß ich noch nicht, wie ich das regeln werde. Zum Thema Kryptowährungen, ja, ich werde ein paar neue Sachen probieren. Grundsätzlich habe ich schon ein Portfolio. Ich werde auch Kryptowährungen-Videos ab und zu machen. Gleich eins vorweg: Ich bin absolut kein Experte. Mein Freundeskreis sind ein paar Freaks dabei, die kennen sich super aus. Ich mache einfach das, was die mir sagen. Okay. Und wenn euch das interessiert, mache ich natürlich auch Videos zu dem Thema. Was ich auch noch plane, aber erst später, im Mitte 2018 bis Ende 2018, würde gerne eine Software haben. Okay. Aber eine Software, was wirklich Sinn macht, die was hilft. Und ja, also das kostet natürlich, also ich habe mir schon angeschaut, 20.000, 30.000 Euro Minimum. Und daher muss ich mir auch noch ganz genau überlegen, was ich mache. Ich will wirklich eine Software haben, die wirklich jeden einen Nutzen bringt und im Prinzip mehr Geld macht, als es kostet. Okay, das ist natürlich das Ultimatum für so eine Software. Wenn eine Software zum Beispiel 97 Dollar kostet und du damit aber 1000 Dollar machst im Monat mehr, ist das super, okay? Und ja, und das nächste habe ich, glaube ich, eh schon mal erwähnt. Ich möchte jetzt anfangen, mit 2018 in Immobilien zu investieren. Das heißt, ich werde meine erste Wohnung kaufen, aber nicht für mich, sondern für jemand anders. Also einfach als Investment. Und ja, das war's auch schon.
zu den News, was bei mir so abgeht, okay? Wie gesagt, keine Angst, ich bringe wieder Content natürlich. Ich möchte auch einfach mehrere Sachen auch machen auf YouTube. Ich möchte euch im Endeffekt einfach zeigen, was ich alles mache, was ich plane und auch mitnehmen. Das heißt, ich plane ab Dezember auch Vlogs zu machen. Das heißt wirklich, wie mein Leben so aussieht, mein unspektakuläres Leben, weil es ist ja oft sehr verzerrt, was ja Internetunternehmer, der Lifestyle und so. Glaub mir, also ich werde ein paar Vlogs mal machen, da werdet ihr sehen, wie mein Leben wirklich ist, okay? Also es ist nicht schlecht, wirklich nicht, aber es ist jetzt definitiv nicht so, dass ich nur am Strand liege oder die ganze Zeit am Feiern bin. Natürlich kannst du es machen, es kommt immer auf deine persönlichen Ziele drauf an, okay? Wenn du zufrieden bist mit 10.000 Euro im Monat, kannst du machen, was du willst, okay? Aber wie gesagt, wenn du richtig krasse Ziele hast, so wie ich hustle halt einfach immer weiter und immer weiter, bis zu einem Punkt, wo ich dann sage, okay, das Ganze passt für mich, okay? Und ja, Kryptowährung-Videos würde ich ab und an machen, dann zum Thema eventuell Personal Brand, also mit YouTube, wie ich meine digitalen Sachen mache, haben auch viele angefragt, das werde ich auch alles machen und natürlich E-Commerce, Dropshipping, Brand, wie gehabt, okay, also ihr werdet sehr viel Content bekommen. Die Challenge geht ja so oder so noch 70 Tage oder so, glaube ich, oder 69. Aber danach werdet ihr auch Videos bekommen, keine Angst. Okay. Super, alles klar. Ich will euch nicht weiter stören an diesem Sonntag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns dann morgen. Ciao, ciao.